Ja, servus und herzlich willkommen zu einem doch etwas anderen Video heute. Zunächst einmal wollen wir Danke sagen an euch, denn vor kurzem haben wir erst die 2000 Abonnentenschwelle überschritten auf unserem YouTube-Kanal. Ja, vielen, vielen Dank für euren Support, welcher uns immer wieder motiviert, auch in Zukunft wieder tolle Videos für euch zu machen. Ja, und apropos Videos, in 2 Wochen geht es für uns 7 Tage wieder nach Italien, wo wir unter anderem den großen Moosstock zusammen mit dem Hans Kammerlunder besteigen werden. Die Tour, die wird von dem Armin organisiert und ist auf maximal 20 Teilnehmer limitiert. Aber wie es der Zufall will, sind noch ein paar Plätze dort frei. Und ja, wenn ihr schnell seid, können noch einige von euch mit dabei sein. Die genauen Details zur Tour, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber wisst ihr was, ich werde jetzt direkt den Armin mal anrufen und er wird euch dann die genauen Details zu der Tour durchgeben. Ja, servus, grüß dich. Servus, Benni, hallo. Ja, wie schaut es denn aus in Italien? Zurzeit, die Lage hat sich Corona-bedingt gebessert. Wir haben hier bei uns in den Dörfern alle keine positiven Fälle mehr. Und deshalb sind ja alle schon lange nicht mehr Risikogebiet, auch für Deutschland nicht. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache für das, was wir so vorhaben. Ja, und in 2 Wochen, da werden wir uns ja schon sehen, zu der nächsten Tour, die wir geplant haben. Du kannst da sicherlich uns mal genauer erzählen, was wir da genau geplant haben für Touren. Ja, das ist eine Tour, wie du weißt, die auch ich erst vor 2-3 Wochen ins Leben gerufen habe, auf die Art und Weise. Das ist so ein bisschen was Besonderes. Und habe so ein bisschen was Knackiges im Sinn gehabt, im Zusammenhang mit dem Hans, den ich persönlich gut kenne. Und so haben wir es halt versucht, oder versuche es, eine tolle Wanderwoche zusammenzustellen, eben auf die Beine zu bekommen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Die Tour findet statt. Wir haben Gott sei Dank noch ein paar Plätze frei. Und schauen wir mal. Wie kannst du uns kurz sagen, welche Touren jetzt genau geplant sind? Der 21. müsste der Montag sein. Da ist die Anreise. Mhm. Da ist noch nichts mit Wandern. Am Tag darauf, am Dienstag, geht's los. Da habe ich die Wiggerspitze am Programm. Und zwar ist das der höchste Punkt oberhalb von Mezzo Corona. Das ist von uns aus nicht weit. Und da fahren wir bis Mezzo Corona, fahren mit einem kleinen Lift, kleiner Gondel, hinauf auf knappe 1000 Meter. Und den Rest, dann nochmal den 1000er, geht es dann zu Fuß weiter auf den Gipfel. Verspricht ein knackiger Tag zu werden, mit coolen Ausblick. Am Tag darauf, Mittwoch, habe ich den Ortler im Programm. Jetzt nicht den Gipfel, aber durch. Also wir fahren von hier nach Sulm. Von dort aus beginnt unsere Wanderung und wir gehen hinauf über die Tabaretta-Hütte bis hin zur Bayer-Hütte. Das sind 1200 Höhenmeter. Am Donnerstag haben wir es dann so geplant, dass wir hier vom Hotel aus gehen. Der Zisloner Berg ist eigentlich unser Hausberg. Ist an sich nicht so hoch, mit 1300 Metern bis auf die Alpen insgesamt. Aber dadurch, dass wir ihn von hier aus zu Hause machen, sind es über 1000 Höhenmeter, die wir zu bewältigen haben. Und haben dann einen kurzen Abstieg und sind ein bisschen früher zu Hause. Zum Abend kommt dann der Hans Kammerlunder zu uns ins Haus, begrüßt unsere Teilnehmer, wird einen schönen Filmabend machen, von seinem Leben erzählen und den ganzen Abend dann bei uns zu Gast sein. Am nächsten Tag, Highlight dieser ganzen Woche wahrscheinlich, haben wir dann die Wanderung mit ihm. Da ist er den ganzen Tag mit dabei. Und zwar haben wir uns da ein Ziel ausgesucht, das ihm besonders am Herzen liegt. Das ist der große Moosstock. Es ist sein Hausberg von Achernach im Ahrntal aus. Und zwar liegt Achernach auf knapp 1500 Meter, nicht ganz. Und der Moosstock ist knapp über 3. Das sind dann 1500 Höhenmeter, die im Auf- und Abstieg zu bewältigen sind. Aber auch hier eine schöne Wandertour, nichts zum Klettern. Und die Möglichkeit, auf Abstieg den Hans besser kennenzulernen und ihm sehr persönlich auch sehr persönliche Fragen zu stellen. Deshalb ist er dabei. Am Samstag zum Abschluss. Da werden wir noch zum Gardasee fahren. Wir fahren mit dem Bus nach Mori, von Mori hinauf nach Brentonico. Also da sind wir noch nicht ganz am Gardasee, sondern auf der anderen Seite. Von Brentonico fahren wir weiter nach San Giacomo. Und dort geht's los. Wir wandern über Almenwiesen, oberhalb von San Giacomo, bis hinauf ins Latschengewächs. Und es ist sehr interessant, weil man sich da eigentlich gar keinen Gardasee erwarten würde, dass man da auf einmal wirklich von jetzt auf jetzt den Blick auf den Gardasee hat. 2000 Meter weiter unten liegt er vor einem
Am Altissimo di Naro haben wir auch ein schönes Schutzhaus. Da können wir uns ein bisschen verwöhnen lassen, bevor wir dann über eine andere Route wieder absteigen. Ja, und dann den letzten Abend noch zu Hause schön verbringen. Für wen sind die Touren jetzt dann geeignet? Was braucht man für Ausrüstung dabei? Also, wir haben geschaut, wo wir unsere Touren zusammengestellt haben, dass wir nichts dabei haben, wo man klettern müsste, sodass es für jedermann eigentlich geeignet ist. Das Einzige, was man mitbringen sollte, ist eine gute Kondition für An- und Abstiege, natürlich auch Abstiege, wir müssen runter auch wieder, zwischen 1000 und 1500 Meter. Was man ausrüstungstechnisch sonst noch braucht, was wir alle eigentlich so vom Berggehen kennen, vielleicht ein zweites Paar Schuhe, sollte eines mal wirklich nass werden. Oder eben auch für Regentage mal was, man weiß ja nie, was auf uns zukommt. Ansonsten wird es nicht sehr kompliziert. Wie sieht es dann mit der Schneelage aus? Also braucht man die Winterausrüstung noch? Die Sache ist das, wir haben Ende Juni im Normalfall keinen Schnee mehr in den Bergen. Jetzt ist es aber so, dass heuer schon ein bisschen ein Ausnahmewinter war. Und durch diesen Ausnahmewinter kann es sein, dass der Schnee auch ein bisschen länger da oben noch liegen bleibt oder sogar sicher wird es so sein. Das ist auch mit der Grund, wieso wir von den Dolomiten so ein bisschen ausgewichen sind mit unseren Touren, weil natürlich jetzt in den Dolomiten auf 3000 Metern noch ziemlich Schnee liegt und nicht alles begehbar ist. Und ich glaube, wir haben gut ausgesucht, weil es im Normalfall Gipfel sind, die schon sehr viel früher schneefrei sind. Wir hoffen, dass es so ist. Es müsste auch der große Moosstock laut Hans kein Problem sein um diese Jahreszeit. Der Ortler auch nicht, denn die Bayerhütte öffnet eine Woche vorher. Also ist der Normalweg im Normalfall ja begehbar, sonst bräuchte sie nicht öffnen. Wie viele Plätze wären dann noch bei dir frei bei der Tour? Also ich wollte diese Tour veranstalten mit 20 Personen. Nicht mehr, sollte intimer sein. Natürlich, wenn es schlussendlich dann 21 werden sollten, werden wir alle nichts dagegen haben. Wir haben momentan 15 Teilnehmer. 3, 4, 5 Plätze werden aber sicher noch frei. Wenn jemand Interesse hätte, sehr, sehr gerne. Thema Kosten, was müssten unsere Zuschauer da dann bezahlen, wenn sie dabei sein wollen? Ich glaube, dass wir da eine tolle Sache gemacht haben, auch preislich, auch interessant. Denn zu den Leistungen, hier bei uns 6 Nächte Halbpension und zwischen Dienstag und Samstag 5 geführte, begleitete Wanderungen. An 4 von diesen 5 Tagen haben wir einen Bus organisiert, der uns in der Früh hier im Hotel abholt und abends wieder nach Hause bringt. Dann haben wir noch den Hans, der am Donnerstagabend den Filmvortrag hält, der den ganzen Freitag den Tag mit uns verbringt. Das gesamte Paket für die ganze Woche haben wir angeschlagen, 500 Euro pro Person. Wenn jemand ein Einzelzimmer braucht, kann er das auch haben, solange vorrätig, auch gerne ohne Aufwand. Ja, cool. Ja, letzter Punkt, Thema Corona. Also wie sieht es aus mit den aktuellen Regelungen? Was müssen jetzt die Zuschauer, wenn sie dabei sein wollen, beachten, wenn sie nach Italien einreisen? Wenn ich das mit diesen Regeln, das ändert sich momentan tagtäglich und zwar zum Besseren. Aktuell braucht es für die Einreise einen negativen Schnelltest, der nicht älter sein darf als 48 Stunden. Auch wenn man schon genesen oder auch wenn man schon zweimal geimpft ist. Also den braucht es sowieso. Das zweite wäre die Eintragung online, dass man sich jetzt nach Italien begibt. Aber es könnte sein, dass diese Seite einige Probleme aufwirft. Das wissen die Leute auch von der Kontrolle und nehmen das mit dieser Eintragung aktuell. Und das ist nur das, was ich so von meinen Gästen höre, nicht allzu genau. In dem Moment, wo ihr dann hier seid, braucht man eigentlich gar nichts mehr, außer den Mundschutz. Und auch beim Nachhausefahren braucht es jetzt nichts mehr. Auch keine Schnelltests mehr, nichts. Wir sind weiße Zone, wir sind kein Gefahrengebiet mehr. Also das Einzige bei der Einreise ist ein Schnelltest. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, bei der Tour dabei zu sein, dann schickt uns einfach auf unserem Instagram-Profil eine Nachricht und wir nehmen dann den Kontakt mit euch auf und ja, macht's gut und vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch in Italien. Ciao. Tschüss. Wird mir schon.